Happy Christmas! This is for my vlog. No, you don't. Morgen, Leute. Wie man sieht, habe ich verschlafen. Aber 8 a.m. Class, it ain't it. It's my favorite. I'm not gonna do it work. Nothing. Sorry, falls ihr meinen Laptop und Geheim im Hintergrund hören könnt. That's life. Da hat ein richtig hartes Leben, ich sag's euch. Ich hab vergessen, auf Fehler zu drücken. Ich habe mich heute noch nicht so viel gemeldet, weil ich früh Uni hatte. Wenn ich morgens Uni habe, dann. Ich stehe legit um 7.45 Uhr auf und meine Klasse geht um 8 Uhr los. Ich habe krasse Albträume die Nacht über gehabt. Ich weiß nicht warum, ich hatte übel lang keine Albträume mehr, aber das war echt ein richtig bizarrer Traum. Gestern bin ich wieder ziemlich tief in mein Loch gesunken. Ich war jetzt vor knapp einer Woche das letzte Mal bei der Therapie und ich muss gefühlt 24/7 mit meinem Therapeuten am Telefon sein. Great. Und ich hasse es, darüber zu reden, weil ich werde dann immer sarkastisch und bin so, ja, mir ging's dieses Jahr. Wie gesagt, hatte ich die besten Hochs und die schönsten Momente, war halt auch die tiefsten Tiefs. Ich bin einfach in dieser Transitioning-Phase und ich fühle mich, ich glaube, ich hebe mir das für meinen Podcast auf, dieses Thema, weil da will ich ganz in Ruhe drüber reden und euch erklären. Ich bin immer davon ausgegangen, weil ich in der Schule unglaublich faul war, dass ich ja ein kreativer Mensch sein muss. Weil wenn ich nicht gute Noten in einer Deutscharbeit schreibe oder keine Ahnung was, dann muss ich ja ein kreativer Mensch sein, weil irgendwo drin muss ich ja gut sein. Dann aber herauszufinden, dass man vielleicht doch nicht so kreativ ist, wie man das immer angenommen hat. Ich will nicht sagen, ich bin nicht kreativ, weil sonst würde ich YouTube nicht machen und. Aber ich merke zum Beispiel auch mit Instagram, da bin ich schon viel, viel weniger kreativ. Mein kreatives Outlet für mein Hobby ist YouTube. Genauso in der Uni. Man hat offensichtlich überall seine kreativen Stärken und seine kreativen Schwächen. Und das ist auch ganz normal. Und ich sage nicht, dass ich kein kreativer Mensch bin. Ich sage nur, ich glaube, ich will einfach gar nicht kreativ arbeiten in meinem späteren Leben. Durch dass das irgendwie so mein Jugendtraum war, wollte ich diesen Traum nicht aufgeben, weil ich dachte, hä, da habe ich aber schon immer von geträumt und das kann ja jetzt nicht sein, dass es dann nicht wirklich mein Traum ist. Und diese Einsicht und Realisierung zu haben zwischen, okay, es ist okay, dass mein Jugendtraumberuf oder auch mein junger Erwachsenentraumberuf gar nicht mein Traumberuf ist und ich eigentlich was komplett anderes machen möchte und dieses Gefühl anzunehmen, ist halt irgendwie so, okay, so darauf fokussiert, dass das jetzt das eine Ding ist. Und dass es jetzt wieder nicht dieses eine Ding ist, das frustriert mich irgendwo so. Aber irgendwo weiß ich auch, es ist okay, weil mich interessiert im Leben einfach so vieles. Und deshalb ist es besser, dann eine Sache auszuprobieren und zu merken, das ist es dann halt doch nicht. Aber ich lerne ja immer noch trotzdem was. Was ich in Photoshop oder InDesign lerne, das finde ich mega cool. Das macht mir mega, mega viel Spaß. Und das werde ich auch später auf jeden Fall, egal als was ich arbeite, irgendwo anwenden können, wisst ihr. Das ist immer gut. Und ich will auf jeden Fall selbstständig bleiben in der Zukunft oder halt auf jeden Fall freiberuflich. Und deshalb kann sowas nie schaden zu wissen. Also das ist so der eine Story, den ich momentan habe. Aber bei mir ist auch einfach viel Trauma, was ich aus meiner Kindheit verdrängt habe oder aus meiner Jugend und jung erwachsen sein. Und dem stelle ich mich momentan oder versuche ich mich zu stellen, weil ich einfach, ich es irgendwo leid bin. Und ich bin schon so lange leid. Aber ja, es ist einfach sehr, 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 sehr viel momentan. Und manchmal bin ich einfach ein Wreck. And that's alright. Ich werde jetzt mich an meine Uni-Sachen setzen. Ich muss natürlich noch mein Magazin-Layout fertig bekommen. Dann muss ich später noch meine Sachen endlich aus der Reinigung abholen. Regnet das? Ich dachte gerade, es regnet. Leute, oh, wartet. Ratet, was gerade angekommen ist. Eine Bohrmaschine. Nein, Spaß. Es ist mein Mikrofon für meinen Podcast. Ich brauche noch einen Namen. Also falls ihr Podcast-Ideen habt, let me know, weil ich bin absolut planungslos. Und ich freue mich
Hose her. Ich habe schon so viele coole Themen geplant. Falls ihr weitere Themenwünsche habt für den Podcast, schreibt es gerne hier rein. Ich hatte irgendwie heute im Bauchgefühl, dass das Paket heute ankommen wird und jetzt ist es da und I'm I couldn't be happier. Hi Paps. Das ist gar nicht angeschlossen, aber naja. Leute, wie gut sieht's aus? Ich habe einfach meine Traumstiefel gefunden, aber sie passen nicht. It's not eight, from 8 till 6. No. That's right. What am I? Vegan. I'm very vegan. Okay, I need cheese. We just got some empanadas. Und zwar hatten die vegane, fand ich voll nice, da habe ich mir aber mit veganen Käse und mit Spinat geholt. Die werde ich jetzt essen. Okay Leute, it's therapy time. Ich habe kurz meine Sachen zu Hause abgestellt und jetzt geht's weiter zu einer zweistündigen Therapiesitzung. Hab mir gleich mal eine doppelte Stunde gebucht, weil ich gestern wieder einen Mental Breakdown hatte. Heute frisch von der Therapie habe ich vergessen, dass ich noch einen Termin habe. Da laufe ich jetzt schnell hin. Ich hatte ganz vergessen, dass ich mir einen Termin gebucht hatte und zwar zum Lash Tint mit Henna. Ich hatte noch einen Gutschein und habe den jetzt eigentlich mal eingelöst und das hat jetzt wirklich nur 10 Minuten gedauert und das ist mit Henna gemacht und zwar ist das in so einem Nepali Spa hier und ich gehe da voll gerne hin. Ich habe mir da auch schon mal die Genige machen lassen, weil die nur natürliche Produkte verwenden, aber ich zeige euch gleich noch mal mehr, wenn es live ist. Guys, ich bin wieder daheim. Ich habe mich heute irgendwie noch nicht richtig gemeldet, weil ich einfach den ganzen Tag unterwegs war nonstop. Oh Gott, ich bin so blond. Stop. Ich war, glaube ich, noch nie so happy mit meinen Haaren, wie ich es jetzt gerade bin. Die sind einfach so schön aus. Also falls ihr einen guten Friseur sucht, geht auf jeden Fall zu Sergio, Hair by Sergio. Die haben mehrere Läden hier in Barcelona und der Salon ist wunderschön eingerichtet. Aber auch der Service da war einfach unmatched. Er kennt sich einfach so gut mit Farben aus. Ich meine, gut, das erwartet man von fast allen Friseuren, aber ich habe mich richtig gut aufgehoben gefühlt und richtig gut beraten. Und das ist wirklich für mich immer so ein riesige Green Flag, wenn Friseure einen richtig beraten, was die Farbe angeht. Es sieht fresh aus, aber es sieht nicht fake aus. Also auf der Kamera sieht es gerade noch ein bisschen heller aus, als es eigentlich ist, aber I'm obsessed. Heute war auf jeden Fall ein Tag, wo ich super viel unterwegs war. Ich war wirklich, glaube ich, gefühlt nur 5 Minuten insgesamt zu Hause, weil ich immer wieder rein, raus war. Ich war, wie gesagt, noch bei der Therapie heute und hatte eine lange Sitzung. And that was amazing. Der Pablo heute den Morgen, er war nicht alleine hier.
jemand war hier. Aber ich habe ihn nicht mit zum Friseur genommen, weil Pablo ist ein sehr, sehr neugieriger Hund. Und mich haben unter dem letzten Video auch welche gefragt, warum ich Pablo nicht immer mitnehme, wenn ich unterwegs bin. Und Pablo zum Beispiel mag es überhaupt nicht, Bahn zu fahren. Der wird da super zitterig bei. Und dann ist er die ganze Zeit so ganz unruhig. Und er mag es auch nicht so lange an einem Spot zu sitzen. Und ich bin wirklich immer 4 Stunden beim Friseur. Und dann lasse ich ihn lieber hier. Wenn ich weiß, dass Leute zu Hause sind, ob es jetzt Josie oder Special Someone ist. Weil er mag es schon, neue Dinge zu erkunden. Aber in der Stadt ist er oft überfordert, weil er super neugierig ist und alles beschnüffeln will. Und dann kriegt er schnell so Zitteranfälle. Und deshalb gehe ich dann über hier seine gewohnte Route und spiele nochmal ein bisschen mehr mit ihm. Einfach, weil das, glaube ich, für ihn weniger anstrengend ist. Aber anyways, ich muss jetzt noch ein bisschen Uni machen. Ich werde mir jetzt Abendessen machen. Ich war eben auch noch schnell bei der Post. Meine Wimpern habe ich färben lassen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, hier hat sie mehr Farbe aufgetragen als da. Aber vielleicht sieht das auch nur so aus. Ich gehe da voll gerne hin zu diesem Salon. Ich verlinke euch mal, wie der heißt. Weil erstmal sind die mega nett und die haben voll viel natürliche Beauty-Produkte. Zum Beispiel haben die auch so ein veganes und natürliches Gel, was viel, viel schonender für die Hände ist, als ich mir damals Gelnägel habe machen lassen. Aber die spielen immer so eine Pali-Musik in dem Laden. Und mich erinnert das immer mega an diese 10 Stunden Truckfahrt, als ich von Kathmandu nach Okhaldunga gefahren bin. Und es war wirklich 10 Stunden ununterbrochen und diese Musik, wenn ich meine Augen dann zumache, ich bin einfach zurück in Nepal und keine Missitze, aber ich habe nicht gefurzt, das war der Boden. Und wisst ihr, was funny ist? Wenn ich bei der Therapie war, danach denke ich mir immer so, oh mein Gott, ich habe mein Leben jetzt einfach auf die Reihe bekommen. Mein Leben ist toll, mein Leben ist great, ich bin da richtig produktiv. Ich nehme alles in die Hand, was ich sonst wegen meiner Anxiety und sonst was immer aufschiebe. Und ich bin so, ich bin produktiv, ich lerne für die Uni, ich mache das und das und das. Und am nächsten Tag sitze ich dann hier und heule, weil ich so überfordert bin. But that's life. Da ist life, my friend. Anyway, ich will jetzt Abendessen machen, ich werde einfach eine Bowl machen. Und da muss ich noch einen Essay schreiben. Für Science. Ich habe gerade noch mein T-Shirt geflickt. Das, was ich neu habe, weil Pablo und ich haben heute gespielt und ist dann mit seiner Kralle, weil das so ein Stretch-Stoff ist, hängen geblieben. Heute auch beim Friseur richtig anderer Flex. Als ich mein Buch rausgeholt habe, das ist dieses Buch, was Pablo, die 4 Versprechen, was Pablo komplett angefressen hat. Da hat mich der Friseur auch nur so anguckt und dachte sich so, sis, the fuck? Einfach neues Lebensgefühl. Einmal beim Friseur gewesen und schon ist man wieder komplett mental stable. Stable. Wieder steil. Das heutige Abendessen ist spektakulär wie immer. Das mache ich mir voll gerne. Ich habe mir so Tempeh geholt. Ich liebe Tempeh. Dann habe ich Kichererbsen, Wildreis, Gurke, Sauerkraut, Avocado, Hanf, Samen und Kürbiskerne. Beides mega gut, vor allem für Frauen während ihrer Periode. Balsamico und alles oben drauf. Und das zermasche ich dann und esse alles zusammen. Ich habe eben noch schnell gegessen und jetzt habe ich noch eben YouTube-Videos geschaut und ein bisschen gechillt, bevor... Pablo, da ist niemand. Nein. Komm her. Das Leben mit dem Corgi. Sturer als alles andere auf der Welt. Hier, komm her. Manchmal gehe ich abends einfach gern so durch Depop und mache meine Wunschliste voll mit Dingen, die ich mir nie bestelle. Aber was mich manchmal an Depop für aufregt und weshalb ich nicht gerne online Secondhand shoppe, ist, dass Leute auf Depop sind teils so dreist mit den Preisen. Ich meine, alles, was auf Depop ist, ist eigentlich gethriftet. Wenig ist Vintage oder super gut erhalten. Dann nehmen manche Leute, nur weil es gerade im Trend ist auf TikTok, für so ein Abercrombie & Fitch T-Shirt, was nicht mal jetzt neu so viel gekostet hat, 180 Pfund, was ungefähr 200 Euro sind, wo ich mir so denke, what the fuck? Brandy Melville T-Shirt, nur weil die auch bei TikTok im Trend sind, auf einmal für 80 Pfund oder Euro verkaufen, wo ich mir so denke, also falls ihr das macht, ich weiß, man kann damit gut Geld verdienen, aber das ist einfach unmoralisch, okay? Wenn ihr ein T-Shirt für das Dreifache verkauft, was es eigentlich mal wert war, ein Brandy Melville T-Shirt, was sich nach 3-mal waschen auswäscht. Don't do that. Don't be that bitch. Pass auf, ich hatte ein Abercrombie & Fitch Oberteil, was ich vor 3 Monaten, also bevor ich nach Barcelona gekommen bin, aussortiert habe. Und ich konnte mich von diesem Oberteil nicht trennen. Ich habe es ein Jahr gehabt, aber ich habe es, seitdem ich 14 war, in meinem Kleiderschrank gehabt. Und ich wollte es deshalb nicht aussortieren, weil ich es so süß fand. Das war so von Abercrombie, geleert mit Rüschen. Wie oft ich an dieses Oberteil denke, ich hätte es wahrscheinlich kein einziges Mal angehabt, aber ich finde es so süß. Und jetzt will ich wieder diese Abercrombie & Fitch Rüschen Oberteile tragen. Das war's von eurer Thrifting Queen. Ey, heute Morgen, ich hatte meinen Friseurtermin um 9.30 Uhr. Spiegel beim Friseur, da sieht man einfach immer aus, ne? Ich dachte mir so, ach du Scheiße, wie sehe ich denn aus? Und da habe ich schon so gegoogelt, Lipfiller auflösen, Barcelona. Und meine Nase, die war so richtig angeschwollen. Und ich habe versucht, mir die ganze Zeit so eine Lymphdrainage zu geben, weil die alle an meinem Kopf rumgefummelt haben. Ich so, oh. Anyways ist übrigens momentan mein neues Lieblingswort, auf das ich hyperfixiert bin. Ich bin so... I'm depressed, but anyway. Liebe Mandarine, heute darf man Mandarinen abends essen und das ist wie mit Orangen, dass man dann wach wird. Ich versuche ein bisschen
hormon- und zyklusorientiert zu essen. Als Frau hat man ja verschiedene Zyklen, die man durchgeht, so Periode, dann hat man hier die rattige Phase, wo man ganz viel vögeln will. Vier verschiedene Stadien quasi, ich glaube vier sind es ja. Und es gibt verschiedene Sachen, die man in den Zeiten essen soll, um die jeweiligen Phasen des Zyklus zu unterstützen. Also während der Periode ist das viel dunkles Obst, eisenhaltiges Obst und Gemüse, dunkle Schokolade und Kürbiskerne und all sowas. Ich will schlau klingen, ich klinge aber nur dumm. Ich mag das voll gerne zu essen und wirklich meinen Körper mit Dingen zu füllen, die dem Körper gut tun, weil man merkt da so schnell einen Unterschied. Vor allem, wenn ihr psychisch labil wie ich seid. Spaß, aber ist so. Und Pablo kriegt ja immer Leinöl mit seinem Essen und ich glaube, deshalb stinkt er, glaube ich, nicht, weil Pablo riecht wirklich gut. Pablo riecht nach Popcorn und sein Fell ist richtig glossy. Das sieht so aus, als würde er jeden Tag Olaplex benutzen. Weiß immer noch nicht, ob das jetzt so viel gebracht hat, das Färben. Wir sind die hier auch voll kurz, ne? Die sind da viel länger. Hä? Gar keine Lust, heute mein Essay zu schreiben, aber das muss jetzt gemacht werden und deshalb werde ich den jetzt schreiben. Und ich muss aber in meine Lieblingshosen wechseln, sonst kann ich nicht arbeiten. Oh, mein Kopf ist heute im Masch. Ich bin bei The Four Agreements, gerade bei dem Kapitel Words. Und die Wörter, die wir benutzen, über uns selbst, über andere oder allgemein, das ist, was wir nach außen hingeben. Und deshalb sage ich jetzt nur noch gute Dinge, okay? Warte, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Hä? Okay, ich habe gerade komplett vergessen, was ich sagen wollte. Anyways. Ach so. Ich kann Instagram einfach nicht mehr ab. Ist es das neue Facebook geworden? Ich habe Instagram so geliebt und auf einmal bin ich so... Oh, warte, ich kann meine Lieblingshose nicht tragen, weil ich habe meine Tage. Gewisse Hosen kann ich während meiner Periode nicht tragen, weil ich die grundsätzlich immer voll blute.